Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, wir starten. Oh, es gibt bald, müssen wir durchtappern hier. Oha, dann müssen wir so fast. Sudli. Sind wir eigentlich so weitestgehend und fast mit der Arbeit durch? Stelle ich zumindest so gerade mal so fest. So, kommt zieh, 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 rüber, 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 rüber. Und ich würde sagen, stopp. So, und let's go. So, wenn wir den letzten Feld hier düngen, dann sehen wir weiter. Dann müssten wir schon fast vorspulen auf den nächsten Tag. Der nächste Tag ist ja so gut wie. Dann haben wir schon den nächsten Innenkeimtag, seit 34 Minuten. Laut der Zwiebel da oben. Aber ich bin echt schon am Überlegen, was ich dann noch so mache. In der Zwischenzeit. Jetzt sind wir schon wieder zu weit gefahren. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Jetzt müssen wir hier rüber. Ach Gott, Mann. Du fährst schon wieder. Country. Stopp. Umdrehen, umdrehen, umdrehen.
Och Mann. So, und da haben wir es gleich. Zack, und dann haben wir das fertig. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Zieht's mir gerade die Krisen wieder zu? Vom Feinsten. Ich glaube, wir haben es. So, was machen wir jetzt am dümmsten? Wir fangen an mit Maschinen sauber machen und Co. Mensch, Katze, geht da mal weg. Du hoppst den Weg rum. Jetzt gehe ich echt manchmal in den Mond schießen. So, hier haben wir den ersten. Ich habe gerade nichts zum Fahren, oder? Wir wollen einen Traktor nehmen, wirklich. Die Pfeile habe ich schon über. Komme ich hier ran? Gucken wir das Ding ab. Ich habe mal die Sämaschine zum Waschen schafft. Gucken, ob wir die überhaupt ziehen können oder ob was dran spürt. Licht machen. Und A nach B fahren geht ja, wie es aussieht. So, machen wir jetzt Rest der Folge noch ein bisschen Waschtag, weil es jetzt systematisch gewaschen wird. Halt, kann man das nachfüllen. Ach Mensch. Moment. So, bin wieder da. Musst du mich mal ganz kurz muten. Ich hatte gerade eine Niesattacke vom Feinsten.
So. Halt. Bild, wollen wir nehmen, das Ding wollen wir. Auch eine Zähnefatzenkatze. Ist überhaupt keine Muse dafür. Wie ist denn hier irgendwo hängig? Irgendwo hat er gerade aufgesessen oder hängen geblieben oder was weiß der Geier. So, Dilly, ja. Ich habe den Eindruck, die Sämaschine macht mit mir, was sie will, und ihr das, was ich mit ihr machen will. Oh, wie gesagt, das kann täuschen. Boah. Mit die Nase. Ich fahre mal so nach ran, wie es geht. Gucken, ob wir da das Ding hier rein kriegen. Will ich keinen Platz mal für Kühe? Ich jetzt wieder hier ran. Halt, immer zu viel gedrückt. Hänge ich denn jetzt schon wieder? Oh, hänge ich wieder am Tor oder was?
Oh Mensch, geht doch mal. Wenn man mal laufen soll, bleibt dann jeder Kante hängen. Ich finde manchmal echt die Krätze kriegen hier. So, wir sind noch parken, ordentlich. Aber so, Dilly, haben wir den schon mal runter, der dann langsam ans Auftanken denken kann da. So, Dilly, haben wir alles hier unten, dass man dann nicht weiter Händler aufmachen kann. Boah, ich dann hier den Stab auf, mein Sparschleier weg. Machen wir jetzt noch gleich. Das wackelt und hat Luft. So, ich komme auch jetzt zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.